So, es ist wieder ein ganz kleines bisschen Zeit vergangen. Und die Sachen sind hier fertig produziert. Das ist schon mal ziemlich gut und ich stelle gerade fest, ich kann hier auch schon wieder neue Sachen aufheben. Die Häusermiete nicht, aber den Kram hier, also die Pylone und natürlich nicht zu vergessen der Trailerpark, der Wohnwagenpark. So, okay. Now let me see. Also wir haben wenig Marshmallows, aber wir haben Milch, wir haben Honig, wir haben Butter, wir haben Mehl, wir haben Schokolade. Marshmallows und Honig sind eigentlich die Dinge, die jetzt dort am meisten fehlen. Und hier, wie ich es halt sagte, THC-Öl und CBD-Öl. Gut. Okay, warte, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also ich würde gerne Marshmallows machen. Guck mal, wir machen das jetzt so. Ich schneide eine Jack Herer ab. Für das Öl brauche ich Jack Herer und Chemdog. Hier ist noch eine Chemdog. Und noch eine Jack Herer. Wie viele Blüten kriege ich da jetzt eigentlich? Kann ja nicht viel sein. Ich habe mir nicht zu Ende gegossen. Ja, genau. So, und jetzt brauche ich Northern Lights. Pflanzen wir zweimal aus. Chemdog, okay. Hindukusch und Northern Lights. In Hindukusch steht da, okay. Dann schneide ich diese Hindukusch ab und pflanze noch eine Northern Lights. Ja. Und dann warten wir einen kurzen Moment. Ja. Na komm, wir werden mal einen Zug wegschicken. Tschüss, Zug. Ja. Zum Glück braucht Northern Lights so lange nicht zum Wachsen. Denn in den Dingen, die Oma produziert. Ja gut, wieder ein bisschen Butter. Ja, wir werden sehen. Ach, guck mal hier. Ich habe Geld bekommen. Derzeit flüssig bin ich bei Platz 172. Das heißt, die 20 Diamanten sind mir noch immer safe. Ist das denn überhaupt das? Ja, muss ja. Ich habe ja gerade gar nichts.
gar nichts einkassiert, bei dem ich noch hätte was kriegen können. Also bin ich da geblieben. Es wäre aber gut, wenn ich noch so dahin wandern würde. Naja, wir werden sehen. Es sind ja noch ein paar Stunden Zeit. Aber auch mit 20 Diamanten bin ich durchaus zufrieden. Na, werdet ihr mal fertig? Ja, okay, ist gleich soweit. Bald ist er soweit. Dafür brauche ich erst wieder eine Jack Hera, also mache ich das als nächstes. Denn davon habe ich ja, davon habe ich. Und Platz habe ich auch wieder. Ja. Ja. Geil und so. So, und für die anderen Züge, was fehlt da jetzt noch? THC-Öl und Marshmallows? Und CBD-Öl. Ja, gut. Ich habe auch genug Öl, um beide Züge einmal wegzuschicken. Krass, ey, das gibt mir irgendwie 465 Punkte und das 2703. Das ist schon krass. Sollte schon mein Ziel sein, so einen Zug wegzuschicken, also beide. Wenn jetzt gerade zufällig mal ein Zug-Event läuft. Außerdem will ich ja auch den Bahnhof upgraden. Gut, jetzt mache ich als erstes gleich Marshmallows, weil die am schnellsten gehen. Und das bedeutet nix. Wie lange brauche ich denn für das erste? Ja, okay, das dauert noch eine Weile. Irgendwas ist ja immer. Na? Platsch, platsch. Schnipp. Schnipp. Ja gut, das dauert noch einen Moment. Dann kann ich ja hier schon mal eine dicke Runde Marshmallows produzieren. Und schon einmal CBD-Öl. CBD-Öl brauche ich tatsächlich eine ganze Menge noch. Huh. Tja. Aber gut, komm, werfen wir doch die Sachen, die wir haben, schon mal rein. So. Da bin ich ja sehr froh, dass ich in den letzten Folgen den Zug hier oben so oft weggeschickt habe, sonst hätte ich die gar nicht betanken können. THC-Öl ist irgendwie in 8 Minuten fertig und bis dahin sind die Marshmallows auch locker fertig. Und das CBD-Öl braucht noch ein Momentchen länger. Naja. Dann haue ich jetzt hier nochmal
Jack Herra rein. Diesmal gleich dreimal. Das ist, ja, wobei, komm, die kann ich abschneiden. Schnipp. Schnipp.